Genauso wie die Iowa, die wir uns ja bereits letzte Woche angeschaut haben, ist auch die Tirpitz schon etwas länger in diesem Spiel mit dabei. Und ebenfalls genauso wie die Iowa ist sie trotz ihres Alters in Random-Gefechten immer noch absolut relevant. Und das, obwohl sie bekanntermaßen mit jedem zweiten Patch heimlich von WG genervt wird. Aber jetzt Spaß beiseite, auch wenn die Tirpitz durchaus ihre Schwächen hat und die in der aktuellen sehr Long-Range-lastigen Meta auch immer wieder deutlich werden, ist sie nach wie vor eines meiner absoluten Lieblingsschiffe und in den meisten Runden ein zuverlässiger Spaßgarant. Das heutige Gefecht hat für mich nach einer längeren Spielpause stattgefunden und eigentlich wollte ich mich dabei nur ein bisschen einspielen, dass dabei aber mein neuer Schadensrekord auf Tierstufe 8 herauskommen würde. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wir sind auf der Karte Nördliche Gewässer in einem Herrschaftsgefecht gelandet und wir sind Top-Tier, was bei einem Schiff wie der Tirpitz durchaus von Vorteil ist, denn das erlaubt es uns von Anfang an ordentlich Druck zu machen, die Gegner im Nahbereich anzugehen und die Stärken der Tirpitz effektiv auszuspielen. Ja, die Hauptbatterie der Tirpitz ist nicht spektakulär. Wir haben 4x2 380 mm Geschütze, damit eine der leichtesten Breitseiten auf Tierstufe 8, gepaart mit der ja, relativ fragwürdigen deutschen Schlachtschiffpräzision, nicht unbedingt eine große Stärke der Tirpitz. Dafür drehen sich die Geschütze vergleichsweise schnell und laden in ordentlicher Geschwindigkeit nach. Außerdem verfügen wir über eine beachtliche Sekundärbatterie, die wir vor allem auf Entfernungen unter 10 km effektiv zum Einsatz bringen können und Gegner damit noch zusätzlich unter Druck zu setzen. Die Panzerung der Tirpitz ist ebenfalls eine ihrer Stärken. In typisch deutscher Schlachtschiffmanier besitzen wir Turtleback-Panzerung, die unsere Zitadelle vor allem im Nahkampf praktisch immun macht. Und solange wir angewinkelt stehen, können wir auch großkalibrige Schlachtschiffgranaten mit der Tirpitz gut abprallen lassen. Auch wenn unsere Zitadelle gut geschützt ist, sollten wir dennoch keine Breitseite zeigen, denn die Bordhöhe der Tirpitz ist vergleichsweise hoch und auch der obere Bereich hat ein Plating, was dick genug ist, um sämtliche Schlachtschiffgranaten zu zünden. Das bedeutet, auch wenn wir breitseitig keine Zitadellentreffer kassieren, werden wir trotzdem eine Menge Schaden nehmen. Ich habe mich jetzt Richtung C orientiert und fahre erstmal in Richtung Flanke, da man da gerade in Anfangsphase des Gefechts relativ weit vorstoßen kann. Möchte jetzt aber noch nicht komplett hier auf einen Push in Richtung C committen, denn wir wissen natürlich noch nicht genau, was sich hier auf der Flanke aufhält. Die Farragut haben wir erstmal vom Cap vertrieben. Wir haben noch mindestens eine Gneisenau, die sich hier in die Richtung bewegt. Und ich gehe schwerpunktmäßig davon aus, dass die Surrey, der britische Stufe 7 Kreuzer, hier auch noch aufschlagen wird. Und da ist sie auch schon, also auch die Surrey fährt den C-Cap an. Die Prinz Heinrich kommt ebenfalls dazu und eine New Mexico taucht hier auch noch auf der Flanke auf. Die einzelnen Gegner sind für uns jetzt nicht unbedingt ein großes Problem. In der Masse möchten wir sie aber natürlich in dieser frühen Phase des Gefechts noch nicht unbedingt bekämpfen. Wir sind jetzt schon von drei gegnerischen Schiffen im Fokus. Das heißt, ich werde jetzt hier rausdrehen und mich erstmal wieder ein Stückchen zurückziehen und dann einen neuen Anlauf starten. Der Flugzeugträger ist jetzt auch auf mir drauf, also tatsächlich höchste Zeit, dass wir hier ein bisschen Distanz aufbauen und wieder ein wenig aus dem Fokus geraten. Zumal das einzige verbündete Schiff, was sich hier noch am C-Cap befindet, momentan auch die Fushun ist, also ein Zerstörer, der kann auch nicht wirklich Schaden für uns tanken. Ja, die New Mexico, langsames Stufe 6er Schlachtschiff, natürlich ein gefundenes Fressen für unsere 380er. Da haben wir auch mit dem für Stufe 8 vergleichsweise niedrigen Penetrationswerten wenig Probleme. Okay.
Die Farragut ist jetzt anscheinend wieder in den Cap zurückgefahren. C wird zurückgekappt. Die Fushun hält sich jetzt so ein bisschen an der Cap-Kante auf. Wird ihn eventuell nochmal spotten. Ich schaue, dass ich mit meinen Geschützen da dann bei Gelegenheit drauf komme. Ich würde jetzt an der Stelle bereits gerne wieder zurückdrehen, um wieder ein bisschen mehr Druck auf, ja, insbesondere die Canarias hier zu machen, die sich auch in Richtung Flanke verlagert. Allerdings greift der Flugzeugträger uns an dieser Stelle noch einmal an, die Implacable mit ihren Torpedoflugzeugen, weshalb ich hier die Drehung noch nicht durchziehen kann und erst nochmal ein Stückchen weiter wegkiten muss. Allerdings hat er seinen Angriff scheinbar irgendwie abgebrochen. Ich habe eigentlich erwartet, dass da gleich noch Torpedos auftauchen. Drehe auch deswegen ein bisschen raus, um da nicht Gefahr zu laufen, irgendwie einen Widespread zu erwischen. Tauchen aber keine Torpedos mehr auf. Also anscheinend hat er tatsächlich keine gesetzt, sondern den Angriff abgebrochen. Die Gegner sind jetzt alle sehr, sehr stark konzentriert im Bereich um C8 herum. Das bietet für uns die gute Chance, in der Mitte in Richtung B reinzupuschen und ein Kreuzfeuer mit unserer Scharnhorst von der 9er 10er Linie aufzubauen. Zweiter Zitadellentreffer jetzt gegen die New Mexico. Das 6er Schlachtschiff werden wir sehr wahrscheinlich mit der nächsten Breitseite rausnehmen können. Und die New Mexico ist Geschichte. Die Gegner verlagern sich immer weiter in Richtung der Flanke. Das heißt, das gibt uns jetzt, wie eben schon angemerkt, die Möglichkeit, in der Mitte reinzupushen und entsprechend Flankenfeuer aufzubauen. An der Stelle sieht man die unzuverlässige Präzision der Tirpitz. Ich persönlich finde, dass diese Geschütze häufig schlechter geredet werden, als sie sind. Wir haben gesehen, wir haben auch in der ersten Phase des Gefechts eigentlich auf Entfernungen über 15 Kilometer ganz gute Treffer setzen können und meiner Erfahrung nach funktioniert das auch ganz gut. So einzelne Salven sind allerdings immer mal wieder dabei, die sehr wenig bis gar keine Treffer verursachen. Wir haben jetzt auf die Heinrich zweimal jeweils nur einen Overpen gemacht. Das ist natürlich nicht unbedingt ideal. Da gibt es andere 8er Schlachtschiffe, die insbesondere auf Entfernungen von so 15 Kilometern oder mehr deutlich besser agieren können. Aber das ist auch nicht die Entfernung, auf die wir kämpfen wollen, sondern wir schauen jetzt, dass wir in die Paradedisziplin der Tirpitz übergehen können, nämlich zum Nahkampf. Und die Prinz Heinrich muss sich jetzt anwinkeln gegen die Scharnhorst, die da auf der Flanke sehr aggressiv vorgefahren ist, jetzt wahrscheinlich bald rausgehen wird. Aber das führt dazu, dass die Heinrich uns an dieser Stelle Breitseite zeigen muss und sich auch sehr bald in unsere Sekundärreichweite begibt. Ich spiele ein Hybrid-Build auf der Tirpitz, das heißt kein Full-Secondary-Build, sondern ja teilweise Hauptgeschütze, teilweise Sekundärbatterie. Fahre ich eigentlich sehr gut damit und habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, da die Hauptgeschütze gerade in Gefechten, in denen man nicht Top-Tier ist wie hier, durchaus immer noch eigentlich die einzige nennenswerte Quelle für Schaden sind und deswegen nicht komplett vernachlässigt werden sollten. Die Heinrich hat es mit dem Leben bezahlt. Das war abzusehen, dass der Push hier nicht gut gehen würde. Haben jetzt ein bisschen Glück gehabt mit unseren Hauptbatterietreffern, aber auch unsere Sekundärbatterie hätte den Kollegen auf jeden Fall ordentlich auseinandergenommen, wenn sie noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte zu feuern. Wir nehmen jetzt die Canarias unter Beschuss. Spanischer Stufe 6 Kreuzer, nur mit AP, nicht unbedingt eine große Gefahr für uns, aber das Gefecht ist sehr knapp. Die Gegner haben momentan einen leichten Vorteil, was die Cap-Punkte angeht. Das heißt, wir können auf jeden Fall jeden Kill an dieser Stelle gebrauchen, um das Gefecht zu unseren Gunsten zu wenden. Die Fushun jetzt glücklicherweise auch mit gut aufgerückt und unser U-Boot da vorne leistet ja gegebenenfalls auch ein bisschen Spotting-Arbeit, um vielleicht auch den gegnerischen Zerstörer wieder zu spotten. Die Farragut ist in der Zwischenzeit in Richtung B gefahren, hat für die Gegner den B-Cap geholt und kommt jetzt ganz offensichtlich wieder zurück nach C. Ich habe jetzt gerade auf die Gneisenau geschossen,
Hätte die Salve besser für die Farragut drin behalten, aber naja, kann man nichts machen. Eisenhower zeigt uns jetzt weiterhin eine schöne Breitseite. Ich schieße trotzdem auf die Canarias, weil ich einfach gerne an dieser Stelle das Schiff rausnehmen möchte. Sekundärbatterie ist auf der Farragut und man sieht bereits, die frisst deutlichen Schaden durch unsere Sekundärbewaffnung. Auf diese Entfernung auch keine großen Probleme, den Zerstörer effektiv zu treffen. Das macht er auf jeden Fall nicht lange mit. Die Gneisenau ist in der Zwischenzeit von der Fushun rausgetorbt worden. Das heißt, wir haben jetzt auf dieser Flanke nur noch die Farragut, momentan in einer Bau-In-Position gegen mich und die Indianapolis gefangen, und die Canarias. Mein Plan ist jetzt, hier schnell um die Ecke zu pushen, den Zerstörer rauszunehmen und mich dann über die C-Linie in Richtung B zu verlagern, um da den Gegnern, die durch A in Richtung B pushen, eventuell in die Flanke fallen zu können. Die Farragut hat sich jetzt gesmoked. Einmal vorläufige Torpedos in Richtung des Nebels. Erwarte nicht wirklich, dass ich damit was treffe, aber vielleicht können wir ihn ja aus dem Nebel vertreiben. Canarias zeigt sich wieder. Verstehe ich nicht ganz, warum er das jetzt macht. Denn damit setzt er sich ja komplett freiwillig meinem Beschuss aus. Und das geht auch nicht gut für ihn. Unnötige Mitleidszitadelle, aber Hauptsache, die Canarias ist raus. Die Farragut war jetzt kurz zu sehen, ist hinter dem Nebel abgehauen, wird jetzt ja in Richtung von A10 sich bewegen. Das hat auch eigentlich nicht viel Sinn, dass wir da hinterherfahren. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen hinter ihrem Nebel, um zu überprüfen, ob sie vielleicht doch nochmal den Kurs ändert. Das ist was ihr euch mit Schlachtschiffen generell angewöhnen solltet, auch ein bisschen euer eigenes Concealment zur Bestimmung der Positionen von Gegnern zu verwenden. Solange ich nicht gespottet bin, weiß ich, dass die Farragut weiter in Richtung A10 fährt. Wenn sie jetzt abdrehen würde, um weiter Richtung Westen zu fahren beispielsweise, dann würde sie mich am Nebel vorbei entdecken. Der Flugzeugträger hat jetzt relativ viele Angriffe hier in dieser Richtung gestartet. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der auch hier auf der Flanke ist. Vorher nehmen wir aber noch einmal die Farragut unter Beschuss. Haben jetzt leider nur einen Treffer gelandet. Werde jetzt den Kollegen allerdings auch fahren lassen, denn der nimmt sich durch seinen Kurs momentan selber aus dem Gefecht. Ich nehme das wichtigere Ziel unter Feuer und orientiere mich jetzt auch langsam wieder in Richtung Westen, während ich mit meiner Breitseite die Implacable abfarmen kann. Flugzeugträger, immer ein gruseliger Gegner, allerdings, wenn er uns so auf die kurze Entfernung flache Breitseite zeigen muss, dann sollten wir den auch mit unseren Hauptgeschützen relativ schnell erledigt bekommen. Ich muss jetzt bereits ein bisschen aufpassen. Die Gegner sind, wie ich eben bereits angemerkt hatte, aus A rausgepusht durch die Mitte. Das heißt, ich habe jetzt bald die Amagi in der Flanke. Und das sind 10 japanische 410mm Geschütze, mit denen ist nicht zu spaßen. Gegen die sollte ich mich auf jeden Fall anwinkeln. Und da ist auch schon die erste Salve der Amagi. Knapp 15.000 Damage, trotz ca. 45 Grad Winkel. Also das auf jeden Fall ein Gegner, den ich respektieren muss. Vorher nehmen wir aber die Implacable noch raus. Der kommt, hat keine Chance mehr hier wegzukommen. Sekundärbatterie eröffnet jetzt auch das Feuer. Aber die Hauptbatterie trifft gut und erledigt den Job. Klassisch Flugzeugträger. Er kann natürlich nochmal einen Angriff fliegen, auch nachdem er bereits tot ist. Keine andere Klasse im Schiff, keine andere Klasse im Spiel kann noch Angriffe starten, nachdem sie bereits versenkt wurden, aber Flugzeugträger sind eben in jeder Hinsicht ein bisschen anders. Die Amagi ist jetzt ebenfalls in einer Bau-In-Position gegen uns und das bedeutet, sie hat keine Chance wegzukommen. Wir bekommen sie auf jeden Fall in Sekundärreichweite und damit nutze ich jetzt die Gelegenheit, um die Amagi hier hart zu pushen, stark unter Druck zu setzen und gegebenenfalls zu versenken und damit die Mitte für unsere Icarus zu öffnen. Gegner haben das jetzt an der Stelle nicht wirklich gut gemacht, haben eigentlich den zahlenmäßigen Vorteil, sind aber dadurch, dass sie komplett durch die Mitte gepusht sind und keine Flankenpositionen besetzt haben, jetzt positionierungstechnisch doch deutlich ins Hintertreffen geraten und haben die Map Control aufgegeben.
Da ist der erste Sekundärbrand gegen die Amagi. Versuche jetzt parallel die Richelieu unter Beschuss zu nehmen. Der muss tatsächlich sterben, denn der ist momentan der Einzige, der eine für uns tatsächlich gefährliche Position einnimmt, indem er da vorne die Flanke auf der G-Linie pusht. Hat jetzt heftigen Schaden genommen, hatte eigentlich gehofft, ihn da rauszunehmen, aber ja, unzuverlässige Präzision der Tirpitz, die Granaten fallen zu kurz ins Wasser und wir treffen ihn gar nicht. Heftiger Treffer der Amagi an dieser Stelle, aber eigentlich gedacht, dass der Winkel ausreicht, um ihn abzublocken, aber 17.000 Schaden quer durch den Bug. Wir haben auch leider keinen Heal mehr, wir haben schon relativ viel heilen müssen. Das heißt, sämtlicher Schaden, den wir jetzt von dieser Amagi hier nehmen, ist natürlich nochmal doppelt schmerzhaft. In der Zwischenzeit wird C zurückgekappt, das heißt, die Farragut hat ganz offensichtlich ins Gefecht zurückgefunden. Können wir jetzt momentan wenig machen, wir müssen uns darauf konzentrieren, dieses Duell gegen die Amagi zu gewinnen. Denn wenn wir den nicht rausbekommen, wird es sehr, sehr schwierig, diese Runde noch mitzunehmen. Die Icarus hat uns assistiert, hat die Amagi mit einem Brand rausgenommen und ja, jetzt haben wir das U-Boot-Problem. Die gegnerische U-190 ist ganz offensichtlich hier am Cap, ja, in Anfahrt zum Cap begriffen momentan und beginnt bereits uns mit Pings zuzuspammen. Das heißt, wir müssen jetzt jederzeit damit rechnen, dass hier Torpedos angelaufen kommen. Ich setze meine Depth Charges auf die nächste Position, auf der ich das U-Boot vermute, aber das ist natürlich immer so ein halbes Glücksspiel und die Depth Charges gehen sämtlich daneben. Wir haben seine Torpedos richtig antizipiert und mit einer gekonnten Drehung nach außen sämtlich gedodged. Ich kann jetzt momentan hier in der mittigen Position relativ wenig machen. Ich weiß nicht, wo die Hipper und der zweite Zerstörer ist. Die Farragut ist momentan in C, die wird sich so schnell auch nicht zeigen. Das Einzige, was ich jetzt momentan beitragen kann, ist zu versuchen, den B-Cap gegen das U-Boot zu verteidigen, indem ich immer wieder Depth Charges auf seine mehr oder weniger bekannte Position setze. Die Icarus macht es in der Zwischenzeit gut, ist jetzt rumgefahren in Richtung A und wird für uns jetzt den A-Cap zurückholen. Ja, Depth Charges sind wieder daneben gegangen, das heißt, wir werden wahrscheinlich keinen D-Cap gegen die U-190 reinbekommen. Muss jetzt aber an der Stelle trotzdem eine Drehung machen, wenn ich überhaupt eine Chance haben will, da nochmal zu wirken. Aber die Hipper geht am Horizont auf und ist sehr low HP. Das heißt, wir werden da einfach mal eine Salve rüberschicken, in der Hoffnung, dass wir den Kollegen rausnehmen können und damit wieder den Weg frei zu machen für unsere Icarus und Zitadelle für 900 Schaden. Krake freigelassen an der Stelle. Bereits ein wunderbares Ergebnis mit knapp 240.000 Damage. Gewonnen ist diese Runde allerdings noch lange nicht und die Torpedos, die sehen wirklich verheerend aus. Wir schaffen es gerade noch rechtzeitig abzustoppen und der vernichtenden Torpedosalve der U-190 auszuweichen. Haben jetzt nochmal Depth Charges auf seine Position gesetzt. Haben diesmal auch einen leichten Treffer erzielt, allerdings nur einen Wassereinbruch verursacht, der sofort repariert wurde. Ja, wir haben leider keine Chance, das U-Boot zu spotten. Das heißt, früher oder später wird er uns hier mit Torpedos erwischen. Ich versuche jetzt dennoch nochmal in den Cap reinzukommen, um eventuell zurückzucappen oder zumindest die Punkte für die Gegner aufzuhalten. Die Farragut macht jetzt den Fehler, unseren Flugzeugträger unter Beschuss zu nehmen und sich dadurch zu zeigen. Keine gute Idee, wenn man derart low HP ist. Und wir schicken einfach mal eine Salve in seine Richtung, landen auch einen Treffer, reicht nur leider nicht ganz, um ihn zu versenken. Ja, und da kommt der nächste Torpedofächer der U-190, in dem Fall keine Chance für uns auszuweichen. Die Homing-Torpedos treffen unseren Bug und nehmen uns aus dieser Runde raus. Aber auch die Farragut hat es erwischt und jetzt hat die Icarus die Chance, den B-Cap zurückzuholen. Und sofern der zweite gegnerische Zerstörer hier nicht irgendwo nochmal mitspielt, haben wir eigentlich ganz gute Chancen, dieses Gefecht zu gewinnen. Hat jetzt auch das gegnerische U-Boot gespottet. Und sofern er jetzt nicht noch von Torpedos erwischt wird,
wird er die U-190 jetzt mit Depth Charges rausnehmen können. Die schiffsbasierten Depth Charges sind natürlich sehr, sehr stark, was den Schaden angeht. Können so ein U-Boot auch einfach mal schnell one-hitten, wie man jetzt hier an der Stelle eindrucksvoll sehen kann. Haben aber natürlich den Nachteil, dass man zwangsläufig immer direkt über das U-Boot fahren muss, was gerade in der frühen Phase des Gefechts nicht wirklich möglich ist. Das heißt, am Ende Zerstörer durchaus stark gegen U-Boote. In der Anfangsphase sollte man tatsächlich mit den Großkampfschiffen hauptsächlich die fliegerbasierten Depth Charges verwenden. Der gegnerische Zerstörer hat jetzt aus irgendeinem Grund versucht, unseren Flugzeugträger zu jagen, hat sich damit in eine Position begeben, aus der er auch nicht mehr wegkommen wird. Die Punkte für uns sind fast auf 1000, wir cappen B zurück und der Zerstörer hat sich auch mehr oder weniger selbst rausgenommen. Gutes Comeback für unser Team. Die Gegner haben das auch überhaupt nicht gut gemacht. Dadurch hatten wir jetzt die Chance, die Map Control zurückzugewinnen und die Cap-Punkte zurückzuholen und diese Runde mit nach Hause zu nehmen. Und das ist doch mal ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. 240.000 Schaden mit 5 Kills, natürlich Kraken freigelassen, Unterstützer und Großkaliber bekommen bei über 3.000 Basiserfahrung. Das war tatsächlich mein, wie anfangs erwähnt, höchster Schaden bis dato mit der Tirpitz und mein höchster Schaden auf Tier 8 generell. Nicht unbedingt mein bestes Gefecht meiner Meinung nach, aber ein Damage-Rekord, den man sich doch durchaus mal anschauen kann. Zur Tirpitz wird mit Sicherheit in näherer Zukunft noch ein ausführlicheres Video kommen, in dem ich dann stärker auf verschiedene Gefechtssituationen und die angemessenen Taktiken eingehe, denn die Tirpitz ist grundsätzlich eins meiner meistgespielten Schiffe und auch ein Schiff, welches so ein Spotlight meiner Meinung nach absolut verdient. Mein Build auf der Tirpitz mit den Kapitänsskills und den Modulen, die ich verwende, seht ihr an der Stelle. Wie gesagt, es ist ein Secondary Hybrid Build. Werde ich in dem ausführlicheren Video sicher auch noch einmal genauer darauf eingehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht sieht man sich ja wieder in einem künftigen Video. Bis dahin, gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst einen netten Kommentar und ciao!